Dann würden wir sprechen. Alle sind fürchten sich. Heute war es nur 4 Grad warm. Die sagen alle, es wäre Wahnsinn, um diesen Umständen weiterzukämpfen. Ja, was soll man denn machen? Ja, ich glaube, wir sollten beginnen, um Friedensverhandlungen anzustreben. Also das sagen wohl einige, andere sagen nichts. Ach, die wollen nach Süden gehen, Richtung Hauptstadt. Also alle versammeln. Ich will mit der Crew sprechen. Also Tausende schauen mich an. So alle mit Furcht. Okay, ich habe hier mäßige Erfolgsaussichten. Dann bleiben wir bei der religiösen Schiene. Das soll alles so passieren. Das war vorhergesagt. Die haben nicht geglaubt, dass ich auf die Art und Weise anfange zu sprechen. Glaubt mir, Brüder und Schwestern, die Sonne wird für euch nie wieder aufgehen. Habt ihr Angst vor der Dunkelheit? Habt ihr Angst vor der aufziehenden Kälte? Ich habe das alles vorhergesehen. Okay. Moral steigt, Glaube steigt. Die glauben, sie hören ordentlich zu. Kinder Romanis, Kinder von Geralt. Deswegen habe ich uns nach Kiva gelenkt. Der Reaktor der Stadt ist ein Bunker, eine Unterkunft gemacht, um die Auserwählten, wenigen von der Dunkelheit und von der Kälte zu beschützen. Was ich euch jetzt sage, ist die Wahrheit. Und bald wird es jede lebende Seele in Geralt auch wissen. Es ist unmöglich zu sagen, was die Leute denken. Alles, was ich machen kann, ist weiterreden. Glaubt an mich und lasst jede Furcht fallen, weil wir werden in Kürze den Gouverneur besiegen und uns seine Hauptstadt nehmen. Das ist unser Schicksal. Und jede Seele in Geralt wird uns suchen und wird sich uns anschließen wollen. Und nicht nur in Geralt, sondern auch jenseits von Geralt. Die Könige aller Leute von Elad, das ist die Erde oder die Welt, in der wir leben, werden kommen, um uns in Kiva um Vergebung anbetteln. Ich glaube es nicht, hat geklappt. Die glauben mir einfach. Wir haben keine Furcht mehr. Die Menge ist durch meine Ansprache tief bewegt. Und sie reden jetzt leidenschaftlich über meine Worte. Also ich denke, das war eine gute Rede. Der hingegen, der hält mich für einfach völlig durchgeknallt. Und er sagt, wir müssen es beenden. Der sagt, wir müssen umdrehen, weil wenn wir weiter Richtung Norden gehen, werden wir sterben. Gut, der hat eh schon keine. Der glaubt mir eh schon nichts mehr. Der Piotr hingegen sagt, er soll sich umschauen. Es ist offensichtlich, dass ich recht habe. Die Sonne wird nie wieder aufgehen. Es wird jeden Tag kälter. Der Regen wird es bald zu Schnee werden. Und was ist, wenn er, also ich in dem Fall, mit dem Reaktor recht habe? Was ist, wenn der Reaktor ein alter Bunker ist? Je weiter wir nach Norden gehen, umso weniger zweifelt er an mir. Ich bin nicht wahnsinnig, sagt er. Und ich spiele nicht mit den Menschen. Der fängt an zu zweifeln. Glaubst du wirklich, er ist ein Prophet? Puh.
Hab ein bisschen Gänsehaut. So, jetzt sind wir in Aktasch. Mal ein bisschen reparieren. Gibt es wieder tolle Sachen im Hafen? Nein. 9 Stunden dauert die Reparatur. Die Flotte soll kommen. So, und bevor jetzt ich irgendwas verdeppe. Hier gibt's da unten ist die Strike Group. Was alt. Ah. Gut. Um ehrlich, ist wenig überraschend, das haben wir ja erwartet. Hier kann ich vielleicht Verstärkung kaufen. Das heißt, ich schalte mal nach. Oh, oh. Da oben sitzt auch eine. Die wird da oben ja aber irgendwann gehen. Das heißt, ich werde das Treibstoff aufnehmen, dass ich bis Scheck komme mit Zwischenstopp in Nagar. Oder vielleicht doch nur bis Nagar. Dann bin ich nämlich schneller fertig, kann hier parken. Das machen wir so. Weil ich glaube, die Striker hier unten, die wird demnächst sich nähern. Aber bis Nagar muss ich tanken, sonst komme ich nicht weiter. Was ist denn Funkgerät? Da will sich immer noch jemand mit mir treffen. Und ich weiß noch nicht so richtig, wo der hockt. Jetzt der in Baram. Könnte sein. Das ist aber nicht schlecht, weil in Baram könnten wir Infos holen. In Assam. Ich habe Schiss vor den Fleet, also vor den Flottenhauptquartieren. Flottenhauptquartier, das hätte ich auch mal früher lesen können. Deshalb hocken da so große Kampfverbände. Aber vielleicht kann ich ja tolle neue Schiffe kaufen in Nagar. Wie sieht es mit dem Geld aus? Immerhin 50.000. Ich glaube, eine Gladiator kostet so um die 30. Vielleicht haben wir Glück. Handelsschiffe, da ist ein Handelsschiff. Gut. Und los geht's. Jetzt müssten wir gleich Elin Kontakt bekommen. Warum bekommen wir keinen Elin Kontakt? Wir sind nur 1000 Kilometer weit weg. Oder sie sind weitergeflogen. Also ich gehe schwer davon aus, sie sind weitergeflogen. Sonst hätten wir doch jetzt schon Hitzesignatur. Das wird der Frachter sein. Wenn ich das mit dem Frachter aber nicht gut mache, dann wird er um Hilfe rufen. Das heißt, wir gehen hier mal zur Landung. Seht ihr die Hitzesignatur? Die wandert nach. Ist jetzt im Osten. Und die wandert weiter nach Süden, das ist gut. Da ist ein Funkgespräch. Okay. Ich muss wieder mit der Paladin angreifen. Ich habe ja nichts anderes. Überfallwahrscheinlichkeit 88%. Wünscht mir Glück. Die sind da immer noch. Ich kann das nicht canceln. Ich fürchte, die ist nicht mobil genug, um hier den Kampf zu überstehen. Aber ich habe Raketen. Ach, da war der Retreat-Punkt. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass ich einfach abhaue? Ne, wisst ihr, was ich mache? Ich werde mit der Großen zur Unterstützung eilen.
ich glaube, wenn ich mich jetzt retreate, weil ich zum Retreat gegangen bin, dann entkomme ich der Schlacht, oder? Problem ist, es hat keinen Treibstoff mehr, das Schiff. Ach komm. Das ist ja blöd. Kann man dem eigentlich die Flieger zerstören, wenn die da oben drauf stehen und man da oben aufs Flugdeck ballert? Keine Waffen mehr. Ich will mich ja zurückziehen. Aber schaut mal, das Schiff ist im Eimer. Aber wir haben ja ganz schön aufgeräumt. Ich habe keinerlei Waffen mehr. Kann nichts machen. Ich drücke T und fliehe in die Rettungskapseln. Die schießen dann einfach auf meine Rettungskapseln. Top unanständig. So. Und jetzt kommen wir mit der Großen. Da dürfte nicht mehr viel übrig sein von seiner Flotte. Träger weg. Den Gleitschiff weg. Fällt ein Schiff auf den Kopf. So. Das ist alles schon wieder viel zu aufregend hier. Es gibt keinen Funkraum. Sind alles keine Kampfschiffe. Hier steht ein Schiff. Na komm.
So. Hier gibt es einen Tarkan. Aber was ist das für ein Schiff? Kormoran. Ein leichter Kreuzer. Ein kleiner, mit Umhang um ihn rumgeschlungen Fremder. Der Omar und der Verbeugung. Al-Sahir. Al-Sahir, das ist der, der uns da mal anfunkt. Okay. Also, sein Vater wurde ermordet von Wachen, die für den Gouverneur arbeiten. Die haben ihn vor 3 Tagen vom Schiff geworfen. Und seinen Körper auf dem Boden zerschmettert. Das scheint den Omar ziemlich mitzunehmen. Sie werden seinen Tod 7-fach rächen. So soll es sein. Und dann schaut der Junge mich an. Frieden sei mit dir. Und Frieden sei mit dir. Al-Sahir. Das ist also Al-Sahir, der uns einmal anfunkt. Der Tod seines Vaters tut mir leid. Er möchte sich uns anschließen nach Kiva. Ich bin also sehr gerne. Mach mit. Er sagt, nördlich von hier, weit im Norden, scheint es noch einen Tag anzugeben. Schön. Da habe ich ein neues Schiff, die Kormoran. Da weiß ich noch nicht. Das ist, glaube ich, auch kein Schiff, mit dem man Kämpfe gewinnt. Also, das ist... Was bist du? Eine Heavy Corvette. Aber sonst scheint es hier nichts zu geben. So viel Pech muss man auch mal haben. Die Kormoran hat Kurzstreckenraketen der Luftabwehr. Und sie hat da... Hat da Waffen. Die Negev. Die hat... Große Kanonen hier, da hat sie kleine Kanonen. Aber mit denen kann ich da jetzt nicht die Kämpfe führen, oder? Das Problem ist, sie sind halt auch zu langsam, um Überfälle zu machen. Bin ich in der Stadt mit dem Schwert? Ja, Tatsache, ich bin in der Stadt, in der man Schiffe kauft. So. Jetzt nichts. Ich brauche auf jeden Fall einen Treibstoff. Die brauche ich nicht mehr, weil ich habe ja kein Schiff mehr, das diese Munition verwendet. Die Kormoran würde das hier verwenden. Das ist 57 mm. Das benutzt sie in der Gef. Das benutzt auch die in der Gef. Laser guided, okay. Dann nur Treibstoffe. Und zwar so weit, dass wir bis in den nächsten Ort kommen. Das wird im nächsten Ort kein Überraschungsbesuch. Und von da dann vielleicht nach Asan. Liegen wir jetzt tatsächlich so offen, aber was soll ich machen? Ich habe Alarm gesetzt. Das war nicht anders möglich. Ich werde hier hinfliegen müssen unter Alarmumständen, weil ich mich nicht verstecken kann. Selbst wenn ich mich verstecke, mit dem nächsten Angriff werde ich sofort wieder entdeckt, weil ich keine Schiffe habe, die heimlich angreifen können. Die Negev ist die Wahrscheinlichkeit, naja, das ist alles nichts.
Und die Kampfverbände werden irgendwie immer stärker. Da habe ich doch lieber meine Schiffe bei mir. Und jetzt kommen wir aus direkt vor uns. Nein. Also es kommt auf jeden Fall von Norden, kommen Probleme. So. Die Kormoran hatte Waffen dabei, die Negev hat Waffen dabei. Warum haben die denn so viele Raketen alle? Alter. Na, wie gesagt, das sind keine so Schiffe für diesen Nahkampf. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich nach meiner Gladiator sehne. Das hat man in das Geld. Es gibt keine Funkräume. Sehe ich die bloß nicht? Lese ich nachher in den Kommentaren, dass ich 5-mal einen Funkraum einfach übersehen habe? Jetzt kommt die Rakete, das war ja unvermeidlich, ja. Okay, der wurde von 2 Luftabwehrraketen getroffen und... Habe ich keine Flugabwehrraketen mehr. Das wird alles ziemlich schwierig jetzt.
Oh je. Da habe ich ordentlich Schiffe verloren, gerade bei dem Angriff. Oh je, oh je. Also Admiral Dowd, der hat mich wohl doch nicht verlassen. Er sagt, da kommen Leute, die sagen, dass diese Sonnenfinsternis eine Strafe für Blasphemie ist. Okay, die glauben, dass da irgendwie der Gouverneur dran schuld ist, weil er den Glauben ablehnt. Jetzt haben wir die haben recht. Und der Admiral Dowd, der wird wohl demnächst kündigen. So, ich muss Treibstoff aufnehmen, und zwar so viel ich bekommen kann. Das Problem ist bloß, die wissen, dass ich hier bin, und die werden mich jetzt hier zumüllen mit Raketen. Das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Wie immer, bis dahin, bleibt gesund, bleibt glücklich. Ich bin Papa Zock, bis bald.